dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Beuth und Scalartidis, die beiden Traumtorschützen vom letzten Spieltag, trafen aufeinander. Kaiserslautern empfing den Halleschen FC, der 13. gegen den 2., aber der FCK im Aufwind mit zuletzt 3 Siegen in Folge. Zunächst wenige Torszenen, aber viel Leidenschaft, Laufbereitschaft. Siehe hier, Schad, und dann kam der Mai und ging dazwischen. Sebastian Mai, der Abwehrchef der Hallenser, Eckpfeiler und Führer. Spieler. Schommers, seine Mannschaft besser, oft fehlte nur der letzte Pass. Und hier fehlte der Elfmeterpfiff. Bahn gegen Elver im 16er. Bahn traf nicht den Ball, aber den Gegner. Da hätte es den Pfiff geben müssen. Kurz vor der Pause, dann die beste Chance im ersten Durchgang für den FCK. Zunächst Hercher und dann Bachmann, 41. Minute, richtig gute Gelegenheit. In Köln beim 4:2 gegen die Viktoria hatte er noch getroffen, hier nicht. Pausenstand 0:0, der Teufel dampfte. Er sah einen besseren FCK, es fehlte nur das Tor. Das war Zuck in der 54. Minute mit einem guten Schuss, ein Aufsetzer schwer zu halten für Eisele. Danach dann auf der anderen Seite die Gäste aus Halle, mal mit einem guten Vortrag. Es ging über Sohm und dann in der Mitte Beuth. Plötzlich ist er völlig frei. Gegen Duisburg traf er aus 35 Metern. Hier traf er nicht. War aber auch nicht so leicht, wie es aussah. Viele Pfälzerbeine kamen noch dazwischen in der 62. Minute. Thorsten Ziegner, nicht erbaut von der Leistung seiner Mannschaft, und so lief es auch weiter. Angriff, Thiele, Achtung, Mai fälscht ab, der wäre reingeplumpst, aber Eisele reagierte stark in der 64. Minute. Der FCK mit besserer Körpersprache, die Gastgeber spritziger, schneller, mit mehr Biss und Intensität im Spiel. Dann die 82. Röser, sein Querschläger, landet bei Pick und der macht's so, Haken und rein damit. Traumtor zum 1:0 für Kaiserslautern in der 82. Minute durch Florian Pick, sein 11. Saisontor. Klasse gemacht vom wuseligen Stürmer. Die Erlösung. Pick macht schick ins lange Eck. Ein tolles Tor. Viel umjubelt von den knapp 20.000 auf dem Betze. War das die Entscheidung? Nochmal kamen die Gäste aus Halle. Noch ein Kopfball von Beuth, aber Grill war da und hielt für Kaiserslautern zum dritten Mal in den letzten 4 Spielen die Null. Schlusspfiff 1:0. Wer hätte das vor Wochen gedacht? Boris Schommers begann mit einem Sieg aus 6 und jetzt holt er 4 Erfolge in Serie. Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Wir wollten uns auch nicht zu tief reindrängen lassen, weil wir wussten, dass Halle mit den langen Bällen kommt. Von daher wollten wir auch vorne Druck auf die erste Linie machen. Die Mannschaft hat es wirklich sehr gut umgesetzt und hat dieses Spiel völlig verdient gewonnen. Und wir haben es einfach gut gelöst. Wir waren klar besser. Wir hatten 12:1 Ecken, weiß ich nicht. Wir hatten viele Chancen und ja, war geil heute. Nicht lange her, da wären solche Gesichter in Kaiserslautern undenkbar gewesen. 4 Ligasiege in Folge, das ist Lauterns beste Serie seit über 8 Jahren. Der FCK marschiert, weiß der Teufel, bis wohin. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.